Auf diesem kalabrischen Campingplatz, der übersetzt Blaue Welle heißt, urlauben Ursula, Marietta und Remo. Sie sind erst gestern Abend angereist und müssen sich noch orientieren. Oh, hier ist ein Shop. Oh, guck mal da hier. Da kann man mal gucken. Aber hey. Ich nehme mal die Flasche Vino hier, die ist für Mutti. Ich werd verrückt. Alter, ey. Oh, ob die heute reicht? Guck mal, und da ist selbstgemachter Wein ist das, ne? Hier. Vino, so. Hast du Probe, so, kost. Probiere. Ja, also ich finde der Probiro ganz gut. Gratis saugt man doch gerne Kultur auf. Es gab erstmal Vino Rosso. Zu viel. Ist dünn. No problem. Wir sind von Sergio eingeladen worden. Mach mal ein bisschen mehr. Ich vertrage nicht so viel. Wieso? Das war natürlich sehr nett. Wenn jetzt noch mal, dann geht nicht schwimmen. Nee, dann lass mal lieber. Ich trage das für dich. Jetzt rein. Oh, guckt euch das mal an. Das ist ja der Hammer. Hier schlägt das hungrige Herz höher. Oh, Mama, ist das eine Auslage? Schatzi, und was habe ich heute gefrühstückt? Schau dir das an. Das ist ja eine Schatztruhe hier. Hier, ja. Guck mal den Schinken an. Hier, die Wurst, guck mal. Was ist denn hier los? Muss ich jetzt einen Arzt holen oder so? Ach, er hat sogar Wurst da. Guck mal, er hat sogar Ware da. Guck dir mal die Tomaten an. Ja, 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 ja. Die Tomaten. Sensationell rote Tomaten. So, jetzt gucken wir aber mal, ob wir hier ein paar Stühle vielleicht sehen. Oh, das ist schwierig hier. Ja. Die findest du bestimmt nicht. Die sind so verbuddelt hier in den Laden. Es fehlen ihnen nämlich noch zwei Stühle zum Campingglück. Wenn man so viele verschiedene Artikel auf so einen kleinen Raum deponieren kann, sensationell. Guck doch mal an hier, das sieht gut aus alles. Die haben ja alles da, ne? Ja, sag ja. Mein Gott. Aber von Tisch oder Stuhl oder irgendwelche Möbel war nichts. Also wir haben immer nur noch bis jetzt ein Stuhl. We come back, okay? Later. Grazie. Ja. Ja. Grazie. Sergio. So, grazie. Ciao. Hinter der nächsten Ecke gibt's noch mehr Kulinarik zu entdecken. Je nach Tageszeit. Na, guck mal, hier ist das Restaurant. Guckt euch das mal an, die Jalousien sind drunter. Jetzt will ich mir hier hinten hinsetzen, ist jetzt alle zu. Ja, macht Mittagspause. Ja. 2 Uhr. Ja. Dann geht's wieder auf. Wie man es im Süden kennt, Fiesta Mexicana, aber wir sind da in Italien. Die haben eben so das Leben, so Work-Life-Balance erfunden. Eine Stunde arbeiten vormittags, eine halbe Stunde nachmittags und dann gegen Abend noch mal richtig Geld verdienen, ne, mit der Pizza. Das läuft hier so. So. Okay, dann gehen wir nachher hin ins Restaurant, ne? Nein. Doch. Aber schau mal da. Nein, jetzt wird's spannend. Schatzi, da ist das Meer. Total blau. Schwammelter, los, komm mal schneller. Wieso willst du gleich reinspringen, oder? Ich werd verrückt. Oh, ich könnte mich aus hier drin springen. Das ist nicht schlecht. Abgesehen von diesem feinkörnigen Zeug, das hier überall verstreut liegt. Schatzi, was ist denn? Wir haben die Wasser gesehen. Ich meine, wir sind Weltumsegler, sag ich mal. Weltumrunden war, mit Urlauben tausendmal überall gewesen. Guck dir das an. Die Mädels, das ist so, als wenn sie noch nie mehr gesehen haben. Jedes Mal ein Ausbruch voller Gefühle und Emotionen. Das ist nur einmal mehr hier, so eine kleine Pfütze, und dann werden wir gleich verrückt. Das ist keine Frage, Jungchen. Hast du in Berlin so ein Meer? Klar. Nee, hast du nicht. Ist aber ich kenne es doch. Hosenscheißer. Das ist Sand. Komm, wir gehen. Geh mal vor. Schon wieder Schnauze voll. I love it. Unser lieber Remo. Der hat eine Allergie. Gegen was? Auf Sand. Sand ist ja scheiße. Warum ist das nicht betoniert? Wisst ihr was? Hat er schon wieder Schiss, dass er in seine Schuhe Sand hat, ja? Wie immer. Immer meckern. Sand braucht kein Mensch. Geht in die Schuhe rein, geht ins Höschen rein, juckt am Sack. Geht gar nicht, ne? Und liegt auch noch vor dem Meer rum. Aber du, das ist aber schön ruhig hier, wa? Mann. Ja, also. Der Strand gefällt mir ausgesprochen gut, weil es sind ganz wenig Leute da. Es hat wirklich was von Romantik. Ist bloß schade, weil die Romantik wäre natürlich noch größer, wenn Remo mit mir einen Strandspaziergang macht. Das kommt nicht vor. Er kommt Hallo, ich habe mal eine Frage.
Er ist jetzt weg. Steht ihr oder sitzt ihr? Ihr steht. Ist jetzt sehr tief. Meine liebe Mama, ja, die Uschi, die findet überall sofort Anschluss. Die hat ja keine Berührungsängste. Ne? Wenn ich mir jetzt dahin stelle, bin ich da weg. Na ja, ziehen die mich weg. Ich kann ja mal probieren. Ja! Ja, scheiße, da, hör mal, das rutscht ganz schön weg, wa? Wisst ihr was? Ich hab mir das überlegt, ich mach das morgen. Oder heute Nachmittag. Seid ihr auch da? Badeanzug. Boah, ich geh auch mit der Schlüpperin, ich geh auch nackend hier drin, das ist mir doch scheißegal. Wenn die das Wasser sieht, dann ist die weg. Die zieht sich nackend aus und springt rein. Das kennen wir ja schon von Mama. Also da müssen wir so ein bisschen zurückhalten. Komm, wir gehen jetzt. Ehrlich. Wir gehen jetzt. Wessen Schuhe sind denn bitte? Na, irgendjemand, der hier da draußen schwimmt. Komm. Also entweder von einer dieser Damen oder von irgendwem, der sehr lange die Luft anhalten kann. Auch beim Schwieger-Trio am Ionischen Meer soll es zum Schwimmen gehen. Vorher wird Remo aber zum Klodienst verdonnert. So, Schatzili, so, hier, du hast mein Liebling. Ja, mein Wir wollen zum Strand. Yes. Kannst du mal da diese Kassette nehmen und das wird jetzt schnell erledigen? Weil sonst ist nicht mehr schönes Wetter vielleicht. Und dann ist es dunkel. Ja. Weil du bist ja nicht der Schnellste. Das war so, ne? Nichts unlieber als das. Kannst du das einfach abnehmen? Kannst ist du, das schwer? Das ist so ähnlich, als wenn du so eine Art Bombenentschärfer bist. Ja? Ja. Du gehst da ran, hier ist die Bombe. Ja. Und jetzt musst du ganz zart und sachte vorgehen, damit du nicht die Bombe hochjagst. Ja. Ja, so, hast du da hingeknallt? Du hast kein Verständnis, dafür. Hast du richtig? Ganz ruhig, nein. Vorsichtig. Das ist Remos zweiter Fäkaltank in der Yes We Camp-Historie. Damit ist er inoffizieller Rekordhalter der Männer. Hier, fang. Nicht kaputt gehen lassen. Das passt doch nicht. Nicht kaputt gehen lassen. Das ist Plastiksprengstoff. Eigentlich ist es das Gegenteil von Sprengstoff. Es handelt sich um einen Sanitärzusatz, der die Gasbildung reduziert. Remo, warum trägst du denn den Beutel hier nicht? Warum muss ich denn den Beutel tragen? Ist ja unerhört. Mutti, jeder trägt etwas. Jeder trägt die Verantwortung, du trägst den Beutel und ich träg die Scheiße. Ich hab ja da nicht drin gemacht. Ich war draußen ist, in der Nacht. Es ist eh nur Pipi drin. Ich hab das nicht gemacht, so wie du. Selbst wenn, das ist jetzt alles einerlei. Das ist falsch, Schatz. Das ist falsch. Schatz, ach so, ich dachte schon, du wolltest das in eine Tonne reinschütten. Als müsste man dem Yes We Camp Fäkalchamp irgendwas erklären. Da ist was mit dem Fuß drin, Schatz. Das ist die Bremse. Vorsicht! Das sieht ja komisch aus, das Ding. Du hättest Handschuhe mitnehmen sollen. Und neue Schuhe. Und weniger schadenfrohe Zuschauerinnen. Dann löst das dir ein Herz. Marietta, pass auf, jetzt platzt ihm noch die Hose des ganzen Jahr aus. Meinst du, das ist jetzt richtig? Oh, oh. Jetzt aufmachen. Also die Schwierigkeit bei dieser Aktion mit der Pipi- und Kaka-Kassette ist folgendes. Ich habe es schon einmal gemacht, aber du vergisst das ja sofort. Sachen, die du nicht täglich machst, ja, das vergisst du. Und ich dachte, Mensch, da steht vielleicht Druck drauf. Wenn du den Deckel abschraubst, dann kann da was rausspritzen und so weiter. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du mal googeln? Also, ich will nicht vorne rausknallen. Ich kann jetzt nicht googeln, ich habe kein Telefon. Ich meine den Raum. Mach bloß keinen Scheiß, doch. Dafür ist es zu spät. Aber zurück jetzt zur Entleerung. Es zischt. Wirklich? Ja. Ui. Du musst entlüften. Vorsicht. Der Zünder. Also das, der Deckel. Nun kann die Sprengladung neutralisiert werden. Wie in der Küche ein bisschen schütteln. Klümpchen hassen diesen Trick. Ich muss jetzt auch mal weiter. Ehrlich, ich muss hier wirklich mal weiter, wenn ich das sehe. Da ist noch die Pinsel drin.
Aber kein Aal. Also U-Boot U96 war nicht drin. Mission entfüllt. Nichts ist passiert, war alles total easy. Ansonsten sauber machen, also auskippen, ausspülen, das blaue Säckchen rein, ein bisschen Wasser rein und dann ist gut, wieder zuschrauben und dann ist das Ding fertig. Gib mir mal das, die Mann, Mutter, das musst du aufpassen. Oh, ja. Ist es aufgegangen? Ja, Gott sei Dank, das ist hier sauber. Also eine ganz easy Geschichte. Ist manchmal ein bisschen, wenn man so ein bisschen Ressentiments hat gegen irgendwelche, ne, Toilettenreinigungen. Aber ein Remo ist ein harter Typ, der macht alles. Ihr könnt eigentlich schon zum Strand gehen. Ich gehe noch mal zum Auto und lade mal schnell die Kassette ein. Ne? Kommst du nach? Bitte weg. Sonst kann ich nicht im Wasser gehen. Ob ich noch fähig bin. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Ich bring mal kurz die Kassette weg. Wir haben ja nur einen Stuhl am Tisch. Ne? Das heißt, ich gehe mal auf Jagd, guck mal, ob ich zwei Stühle finden kann und die organisiere. Damit wir morgen mal wirklich alle drei Plätze haben. Morgen am Frühstückstisch. Ne? Weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Das wäre wirklich mal bombig. In Kalabrien ist Remo auf Campingstuhljagd. Bislang müssen Gattin, Schwiegermutter und er sich nämlich um einen streiten. So eine Scheiße, ich weiß gar nicht, wen ich hier fragen soll. Die brauchen doch ihre Stühle selber. Ich meine, wer nimmt denn schon einfach weitere Stühle mit, die er nicht braucht? Das ist doch wieder Scheiße, Mann. Also zwei Stühle, die brauchen die selber. Also es ist natürlich, ich sah zunächst die Situation mit den beiden Stühlen besorgen, sah schon als schwierig an, weil die Leute haben ja wenig dabei, müssen ja auf ihr Gewicht achten in den Campern und so weiter, die schleppen ja nichts Unnötiges mit. Vielleicht lässt sich in einem anderen Revier erfolgreicher wildern. Da war doch vorhin dieses gut bestuhlte Restaurant. Jetzt sind da so viele Stühle, wenn ich keine finde, dann können wir die mitnehmen hier. Wie kannst du das so stapeln? Ach, warum noch lange rumsuchen? Die sind perfekt. Problem gelöst. Wenn nur die einzige Zeugin nicht wäre. No. Erwischt. So ein Mist aber auch. Marietta und Uschi sind zwischenzeitlich am Meer gestrandet. Du, sind ganz schöne Wellen, Marietta. Ja. Da traue ich mir ja nicht. Ich glaube, dass das ganz schön tief ist. Mein lieber Scholli. Ah, ganz schön wild die See. Fast sturmflutartig. Wollen wir hier? Ja. Du, hast du deinen Badeanzug schon drunter? Ja. Ich auch. Ja. Können wir ausziehen, wa? Ja. Das haben sie perfekt vorbereitet, die Damen. Und was macht der verhinderte Stuhldieb? Der versucht sein Glück jetzt noch mal auf redliche Weise. Hallöchen, sag mal, sprecht ihr Deutsch? Selbstverständlich. Okay, ich bin der Remo. Ja, ich bin der Bernd. Hallo Bernd. Na, grüß dich. Remo. Ja, die Christel. Hallo Christel. Ich habe mal eine ganz spannende Frage. Wir sind hier mit dem Camper, den wir gemietet haben. Und, wir haben nur einen Stuhl und wir sind zu dritt. Also hier sind noch zwei. Okay. Wie lange brauchst du die? Ja, die zwei Tage. Zwei Tage. Kennt ihr die entbehren? Kein Problem. Wir haben Mensch, Bernd. Ja. Das ist ja meine Rettung. Christel. Ja, dann. Dankeschön. Ich nehme die mal einfach so unter den Arm, ne? Ja, bitte. So hier, ne? So ganz unkompliziert. Die sind ja nicht so schwer. Nein. Ich danke euch recht herzlich, ja? Bitte. Eine große Hilfe, da werden sich auch meine Mädels freuen. Nur dann. Dankeschön, dankeschön. Das ist ganz lieb. Unglaublich, dankeschön. So, das hat's geklappt. So. Ich habe mal ein paar Stühlchen hier organisiert. Wir waren ja schon das eine oder andere Mal campen. Und das kennt man von den Campern einfach so, dass sie, wenn sie können, sind sie sehr, sehr hilfsbereit. Und das ist natürlich eine Top-Geschichte. Das freut mich ungemein. Die Damen schreiten derweil zur Schwimmtat. Allen Wellen und unbekannten Untiefen zum Trotz. Wie ist es? Es ist herrlich. Es ist warm. Sehr, sehr warm. Hätte ich nicht gedacht. Ich gehe nie ins Wasser. Also bei 22, 23 Grad schon gar nicht. Aber das ist mindestens 26, 28 Grad. Es ist wirklich warm. Naja, und dann habe ich mich das getraut. Gleich traut sich sogar noch jemand. Das ist kalt, ne? Kalt. Wo hier Sand ist, abscheulich. Ich gehe natürlich ins Meer trotzdem rein. Und dann einfach mal bei der Familie zu sein. Und dann ist da Ruhe im Karton. Hier, nimm jetzt eine Bein. Los, jetzt nimm das andere. Ah!
Der schmeißt mir den Pfiffen. Dass Remo noch ins Wasser gekommen ist, das ist eine besondere Überraschung. Aber das war ihm wichtig, ja, weil er ist ein Familienmensch. Auch wenn er sonst wie so ein kleiner Brummbär ist. Aber er hat so einen weichen Kern und das ist so lieb. Und muss ihn ein bisschen schmunzeln, weil der macht da nicht viel Töne. Es war schon schön. Der Sandphobiker ist eben auch ein kleiner Romantiker. Mit der Frau im Arm zu nehmen im Wasser ist immer eine gewisse Art von Love Story. Wir sind verheiratet 14 Jahre und immer mehr verliebt. Von Tag zu Tag wird es mehr. Und das ist schon richtig was Besonderes. Ja, das findet man noch seltener als Leihstühler auf einem Campingplatz. Ein Glückspilz, wer beides hat. Ja, jetzt gehen wir natürlich zurück zum Campingmobil und es gibt noch eine kleine Überraschung. Besser gesagt zwei. Und der stolze Held des Tages kann es kaum erwarten, seine Gesäßerrungenschaften zu präsentieren. Na, fällt euch was auf da hinten? Nee, ich muss erst mal um die Ecke hier kommen. Nee. Mama, blaue Stühle. Wie hast du das gemacht, Schatz? Nee, es gibt einen netten Herrn hier, den Bernd da vorne und mit der Christel. Die haben ja gesagt, okay, für die Tage, wo er hier ist, könnt ihr gerne ein paar Stühle haben für uns. Ich probiere gleich mal ihn aus. Ja, probieren wir aus. Oh, guck mal, da ist um ihn gestellt. Ja, klar. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Manchmal staunt man, ehrlich. Was? Wieso so eigentlich? Man staunt immer. Remo arbeitet immer im Stillen. Er macht keine großen Reden. Also, wenn es darum geht. Schatz, das hast du gemacht. Ja, echt. Soll ich dir auch eine kloppen? Großes Lob. Und das ganz ohne Beschaffungskriminalität.